Das Rode NT1A-Mikrofon. Wirklich mit Abstand eines der leisesten Mikrofone, die es auf dem Markt gibt. Aber wie gut ist es wirklich und für wen ist dieses Mikrofon geeignet? Das erfahrt ihr alles in diesem Video. Im Übrigen spreche ich dieses Video komplett mit dem Rode NT1A in Verbindung mit dem Scarlett 2i2 Interface ein. Ich nutze das NT1A mittlerweile schon circa ein Jahr lang und kann kurz und knapp sagen, es ist wirklich super. Und was soll man sonst schon großartig zu einem Mikrofon sagen, außer, dass es natürlich super edel verarbeitet ist und auch relativ leicht, im Gegensatz zu manch anderen Mikrofonen. Wie hier zu sehen, befindet sich das Mikrofon in einer Spinne. Diese wiederum hängt an dem PSA1, wo ich auch bereits schon ein Video von gemacht habe. Das seht ihr jetzt übrigens oben rechts eingeblendet. Vor der Spinne befindet sich noch ein Popschutz. Warum erzähle ich euch das? Nun, zum einen möchte ich damit die oft gestellte Frage beantworten, ob man das Mikro auch ohne Spinne montieren kann. Ja, das geht. Allerdings benötigt ihr dafür eine Halterung namens Rode RM2. Mithilfe dieser ist eine Montage ohne Spinne und Popschutz möglich. Ich weiß nicht, ob, wenn ihr das Mikrofon nur direkt kauft, alleine ohne irgendwelches Zubehör, ob diese Halterung mit dabei ist. Das kann ich nicht sagen, aber vielleicht schreibt ihr das sonst in die Kommentare, weil ich habe dieses Mikrofon nur in Verbindung mit dieser Spinne und dem Popschutz gekauft. Diese Spinne und der Popschutz haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Denn zum einen federt die Spinne versehentliche Bewegungen an der Halterung ab und zum anderen schluckt der Popschutz nervige Poptöne ab. Kommen wir zum Pro und Contra oder besser gesagt Fluch und Segen zugleich. Denn das NT1A ist ein Großmembranmikrofon, welches demnach auch ein großes Spektrum aufnimmt. Das heißt, es nimmt von mehreren Seiten den Ton auf und daher auch nervige Nebengeräusche, die später vielleicht wieder rausbearbeitet werden müssen. Okay, so krass ist es nicht. Man hat natürlich eine Eingabeseite, wo man quasi reinsprechen soll, aber trotzdem nimmt es aus dem Raum mitbefindliche Geräusche trotzdem mit auf. Hier mal ein Beispiel. Der Gain-Regler steht dabei auf 50% und ich habe hinter mir einfach nur das Fenster auf. Das Gute ist also die Empfindlichkeit des Mikros. Es ist super empfindlich und genau, es lassen sich ultra detaillierte Aufnahmen damit erzielen und ist daher super für Stimmenaufnahmen geeignet, wie zum Beispiel Gesang oder Musikinstrumente. Das Schlechte ist demnach ebenfalls die Empfindlichkeit. Wenn man, so wie ich zum Beispiel, Voice-Over erstellt möchte oder Texte einliest, furzt plötzlich der Hund vom Nachbarn und es ist direkt mit drauf. Also fassen wir zusammen. Das Mikrofon ist leicht, stabil, super verarbeitet und hat eine hohe Empfindlichkeit und Qualität. Leider kann diese Empfindlichkeit auch zum Albtraum jener werden, die mit vielen Hintergrundgeräuschen zu tun haben und eine klare Aufnahme wünschen. Was noch zu erwähnen ist, ist, dass das Mikrofon eine 48 Volt Phantomspeisung benötigt. Ihr benötigt also für das Mikro, um es richtig nutzen zu können, ein Interface oder ein Mischpult mit 48 Volt Phantomspeisung. Für wen sich ein Interface lohnt und wer ein Mischpult benötigt, dazu habe ich auch bereits ein Video erstellt, was ich euch jetzt hier oben einblende. Zu guter Letzt natürlich noch eine unbearbeitete Originalaufnahme von dem Rode NT1A ohne Musik im Hintergrund. Los geht's! Das ist jetzt eine Testaufnahme vom Rode NT1A Mikrofon. Und ihr hört schon, die Aufnahme ist sehr klar. Sie ist im Übrigen so direkt original aufgenommen und unbearbeitet weitergegeben an euch. Das heißt, das, was ihr jetzt hört, ist wirklich original die Aufnahme in Verbindung, wie gesagt, mit dem Scarlett 2i2 Interface. Und ansonsten ist nichts gemacht, es ist nichts eingestellt, es ist nichts irgendwie bearbeitet. Das ist die originale Stimme, beziehungsweise so hört es sich an, wenn ihr dort einsprecht. Und ich habe den Gain-Regler jetzt auf 50% und ich werde diesen jetzt einmal auf 100% hochdrehen, damit ihr einmal das Grundrauschen denn trotzdem nochmal wahrnehmen könnt. Moment, los geht's. Ich werde jetzt langsam wieder das Gain etwas runterdrehen, damit ihr mich wieder etwas normal versteht.
Es ist jetzt ungefähr bei 75, 80%. Je natürlich, wenn ich jetzt hier reinspreche, werde ich immer lauter und das Übersteuern beginnt. Deswegen drehe ich jetzt wieder langsam runter auf 50. 50%. Und dann ist das schon wieder alles viel angenehmer. Also ihr braucht es gar nicht so weit ausreizen. Ja, das ist jetzt einmal die Testaufnahme und jetzt würde ich sagen, geht's wieder weiter mit dem normalen Video. Um euch das übrigens nochmal zu demonstrieren, ohne den Popschutz jetzt davor zu haben, wie empfindlich das Mikrofon ist, machen wir jetzt mal einen kleinen Klangtest, um euch zu zeigen, wo es am empfindlichsten und wo nicht. Dazu drehe ich das Mikrofon jetzt einmal ein bisschen runter. So spreche ich natürlich nicht ein, weil ich würde ja hier in diesem Fall, weil hier der goldene Punkt ist, von vorne einsprechen. Jetzt spreche ich direkt oben auf das Mikrofon drauf. Und jetzt zeige ich euch einmal, wo das Ganze empfindlich ist und wo nicht. So, und jetzt habt ihr gesehen, dass wenn ich das Mikrofon jetzt drehe oder von hinten, dass halt da auch die Töne rankommen. Überall kommt der Hall her, überall kommt der Schall her und deshalb ist es so, dass ihr viele Nebengeräusche aufnehmt und ihr werdet in anderen Testvideos sehen, dass das bei anderen nicht so ist. Ich werde auf jeden Fall auch noch das Rode Procaster für euch testen und auch noch das Shure SM7B. Und dann werde ich auch nochmal alle miteinander vergleichen, um zu zeigen, wie was ist und für wen welches wirklich geeignet ist. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, wenn du viel singst und Wert legst auf detaillierte Aufnahmen, dann ist das NT1A Mikrofon auf jeden Fall das Richtige für dich. Wenn du aber sagst, ich habe viele Störgeräusche, ich habe irgendwelche Nebengeräusche hier im Haus, in der Wohnung, in dem Zimmer, dann wäre das Procaster schon mal was für dich. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Das war es wieder mal von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr mehr Technikvideos sehen wollt, abonniert einfach kostenlos diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.